Liebe Freundinnen und Freunde von Transition TV, ganz herzlich willkommen zum Stand der Dinge am 4. April. Es ist der 75-jährige Geburtstag der NATO. Ich hätte heute Morgen nicht die Zeitungen lesen dürfen. Der Geburtstag wird genutzt, um die Kriegsangst zu steigern und die friedliche Mission der NATO zu unterstreichen. Dabei war es die NATO, die in den letzten Jahrzehnten die meisten illegalen Angriffskriege geführt hat. Ich versuche ja, unsere Sendung gewissermaßen mit einem inneren Lächeln zu gestalten, aber heute fällt es mir irgendwie schwer. Dafür trage ich heute die Kufia, das Palästinensertuch, dessen Herkunft und Symbolik ich später in der Sendung erkläre. Bevor wir loslegen, eine kurze Information zum Stand unserer Finanzen. Wir haben im vergangenen Monat, also im März, 5.670 Franken eingenommen. Vielen Dank an alle Spenderinnen und Spender. Die Auslagen lagen inklusive Abschreibungen für die Einrichtung und Rückstellungen für die Videoserver. Wir arbeiten ja nicht mit YouTube, gratis, aber mit Werbung und Kontrolle. Die liegen bei 10.800 Franken. Wir wissen, der Bezug von Informationen ist gratis, aber die Bereitstellung ist es nicht. Mit anderen Worten, auch wir haben Lebenshaltungskosten und müssen Rechnungen bezahlen. Wenn Sie mithelfen wollen, unsere Einnahmen zu verdoppeln, das tönt nach viel, aber es scheint mir möglich, dann drücken Sie doch bitte jetzt auf unseren Spendenknopf. Ganz herzlichen Dank. Die Themen dieser Ausgabe. Runa Imfeld ist Erzählkünstlerin aus Kerns im Kanton Obwalden. Sie möchte, dass jedes Dorf einen Gemeinschaftsraum für Begegnung und Austausch bekommt. Wunderbar. Wie kommen wir aus unserer Blase? Das hat Stefan Theiler die deutsche Professorin Ulrike Gero gefragt. Was steht uns in der Friedensarbeit bevor? Darüber hat sich Elisa Gratias von Manova mit Daniele Ganzer unterhalten. Wir bringen einen kurzen Ausschnitt aus dem Gespräch. Quintessenz, wir dürfen den Frieden nicht den Grünen und den alten Friedensbewegungen überlassen. Die Friedensgemeinschaft San José de Apartado in Kolumbien ist seit Jahrzehnten ein Beispiel für die friedliche Lösung von Konflikten. Jetzt gab es aber zwei Morde, die sogar den Papst beschäftigten. Die Aufarbeitung der Pandemie wird vor allem von Privaten geleistet. Ein bemerkenswertes Beispiel ist der Film «The Epidemic of Fraud» des amerikanischen Filmemachers John Davidson. Der Film behandelt den entscheidenden Beitrag, der zur Zulassung der Corona-Impfung führte. An diesem Wochenende findet in Bern das Symposium Corona, Fakes und Fakten statt mit einer Referentenliste, wie es sie zu diesem Thema in der Schweiz noch nie gegeben hat. Dann befassen wir uns mit dem Nahen Osten. Die Zürcher Soziologin und jahrzehntelange Aktivistin für die Rechte der Palästinenser, Verena Tobler, sagt: Israel ist kein moderner Rechtsstaat. Wir schauen uns ihre Argumente an. Dass Israels Rechtsstaatlichkeit tatsächlich fraglich ist, zeigt die Ankündigung, 800 Hektar palästinensischen Landes für den Bau von Siedlungen zu nutzen. Der größte Landraub seit Abschluss der Osloer Verträge in den 1990er Jahren. Wir gehen näher darauf ein und zum Schluss erfahren Sie, was es mit diesem Tuch auf sich hat. Das Wort Transition im Namen unseres Kanals bedeutet ja Übergang. Wir sind überzeugt, dass sich die Welt neu formieren muss, aber dass dazu auch die Wiederbelebung alter, bewährter Traditionen gehört. Was für Traditionen das sein können, zeigt sich bei unserem Besuch bei der Erzählerin und Kräuterfrau Runa Imfeld in Kerns im Kanton Obwalden. Sie schlägt Gemeinschaftsräume in allen Dörfern vor als Ort der Begegnung und des universellen Austauschs. Erfahren Sie mehr im Bericht von Elia Said und Stefan Theiler. In Kerns im schönen Kanton Obwalden lebt die als Sagen- und Geschichtenerzählerin bekannt gewordene Runa Imfeld. Mit 22 habe ich geheiratet, mit 25 habe ich dürfen meine Tochter gebären, mit 28 der Sohn. Und als meine Tochter Martina 9-jährig war, bei einem Arztbesuch, sagt der Arzt zu mir: Ja, das sind vorpubertierende Symptome.
Als er das Wort gesagt hat, vorpubertierend, es ist mir wie ein Pfeil in meine Brust. Jesus, was habe ich in meinen Händen? Meine Tochter vorbereiten, vom Mädchen zur Frau. Da bin ich auf den Weg gegangen und auf dem Weg bin ich auch heute noch. Ich habe Bücher lesen, aber gleich habe ich gemerkt, ich muss in die Vergangenheit. Nur wenn ich die Vergangenheit kenne, kann ich die Gegenwart verstehen und die Zukunft verändern. Ihre Forschungsarbeit führte die heute 72-Jährige zu vergessenem Wissen aus der Welt der Frau. Wo ist das Frauenwissen verloren gegangen? Oder eben verboten worden? In dieser Forschung bin ich dann irgendwann auf die Hexenverbrennung gestossen. Ja, dann bin ich zur Institution Kirche ausgetreten. Dann bin ich ritualfrei geworden, kräuterfrei geworden, spinnstubenfrei. Die Spinnstube ist ein Konzept aus längst vergangener Zeit, das Runa Imfeld wieder für die Moderne aufleben lassen will. Wo ist das freie Wissen früher weitergegeben worden und wo ist es verloren gegangen? Da bin ich auf die Spinnstube gestossen, oder die Kunkelstube hat man gesagt. Da haben sich die Frauen von der Herbsttag und Nachtgleiche bis zur Frühlingstag und Nachtgleiche in der dunklen Jahreszeit sind sie zusammengesessen. In einem geschützten Raum durften sie sein. Und die Mädchen, die in diesem Jahr im Mondblutfluss gekommen sind, sind in der Spinnstube aufgenommen worden. Und dort sind die Mädchen aufgeklärt worden und eingeführt worden ins Freisein und ins Mutterwerden. Solche geschützten Räume für Frauen waren der Kirche ein Dorn im Auge. Dann haben die angefangen zu sagen, und von der Kanzeln ab, die Mädchen und die Mägde, die in der Spinnstube sind, die werden danach die Hexen. Ja, da glaubst du, da hat man natürlich die Spinnstube verboten. Und wenn man da drinnen war, ist man dann auf dem Scheiterhaufen gelandet. Runa Imfeld will mit neuen Begegnungsorten das Feuer der Gemeinschaft wieder in jedem Dorf entfachen. Das ist ihre Vision und sie weiß von ähnlichen Projekten, dass es möglich ist. Was die erzählt haben, wie das Dorfleben so viel gewonnen hat, weil man sich wieder an einem Ort ungeniert treffen kann, was die erzählt haben, ist mir richtig reingefahren. An einem Forum zu menschenwürdigem Zusammenleben wurde ihre Vision abermals inspiriert. Ein Konzept, bei dem Lebensmittel online direkt beim Bauern bestellt werden können, gab ihr die zündende Idee. Das wär's doch! Hätten wir in jeder Gemeinde einen Gemeinschaftsraum. Der könnte dort jetzt Depot sein. Gemeinschaftsräume, das Dorfleben und das Depot, die Bauern wartet herbringen oder jemanden vom Dorf vorzuholen. Es könnte doch möglich sein, dass man das verbinden könnte. So viel kann entstehen daraus. Es muss einfach ein offener Raum sein. Und was daraus entsteht, das wird jedes Dorf vielleicht ein bisschen anders funktionieren. Aber es wäre einfach eine Begegnungsstätte und eben ein Depot, wo die Bauern ihre Ware herbringen, die bestellt worden sind. Oder man Holz und tut es dort deponieren. Runa Imfelds Herzenswunsch ist es, dass es sehr bald in Cairns einen Gemeinschaftsraum gibt, der von ihr zum Beispiel mit Erzählabenden, Kräuterlehre und Handarbeiten belebt wird. Dazu soll es auch Platz für viele weitere Aktivitäten geben, die sowohl Frauen als auch Männer ansprechen. Alles fährt ja am Kleinen, etwas muss man säen, damit es wachsen kann, dass etwas Grosses daraus werden kann. Eine Gemeinschaft. Wir alle befinden uns ja in irgendeiner Blase, manchmal auch ganz allein. Die Frage ist, wie kann es uns gelingen, sich aus dieser Blase zu befreien? Das hat Stefan Theiler, die deutsche Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero, gefragt. Er hat sie am letzten Dinner mit Input in Kloten getroffen. Was mich einfach noch interessiert, also bei mir war es zum Beispiel 2017, da kam Ganser in unsere Politfernsehsendung Arena. Und ich habe International Affairs in St. Gallen bis zum Bachelor studiert, aber uns haben sie nie was von False Flag Operations und so erzählt. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Das war quasi mein Aufwacherlebnis, diese Fernsehsendung SRF mit Ganser. Gab es bei Ihnen auch so ein spezielles Erlebnis, das Sie zu dem Denken geführt hat, was Sie heute denken? Ja, sicherlich. Also der Irakkrieg sicherlich, ja. Zum Beispiel eben die Tatsache, dass Saddam Hussein vorher ja das Ölgeschäft auf den Euro packen wollte. Und das war ja im November 2002. Das stand ja damals noch in der Süddeutschen Zeitung. Und 6 Monate später ging der Irakkrieg los. Und dann war ich ja noch auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wo Joschka Fischer diesen berühmten Satz zu Rumsfeld gesagt hat, I'm not convinced. Ja, also es war damals ja klar, dass das
auch also dieser Einmarsch, ja, das Völkerrecht wurde noch geändert, Responsibility to Protect, also man konnte schon sehen, dass das sehr, sage ich mal, gefingert war, was da gemacht wurde. Ja. Der Unterschied zu heute war einfach, dass damals die Staatschefs ja zumindest zum Teil funktioniert haben, also Chirac und Schröder waren ja damals noch auf der kritischen Seite, ja, also wenn man sich nochmal an diesen Vorfall erinnert. Aber das war, glaube ich, der Unterschied zu heute, dass man zumindest einen Teil des offiziellen Milieus hatte, die eben kritisch waren, ja, und die sozusagen ein Gegenargument gemacht haben. So, mein zweites also ich hatte viele Aufweckerlebnisse, aber fangen wir mal mit Irak an, dann kam das französische Referendum, dann kam die Bankenkrise, ja, ich bin ja Europa-Expertin und bei der Bankenkrise, als es auf einmal losging mit den faulen Griechen, habe ich gesagt, wie kommen wir dazu, eine Bankenkrise, wo es um amerikanische Trash-Assets ging, die uns ja dann über verschlungene Wege über Spanien sozusagen in den europäischen Markt gedrückt wurden, wie so ein Einlauf so ungefähr, ja, dass wir diese Bankenkrise dann als Euro-Krise erzählen und dafür auch noch die Griechen verantwortlich machen. Das war völlig absurd. Ja. Also jeder, der da ein bisschen drin steckte, konnte das nur völlig absurd finden. Und das war so mein zweites großes Erlebnis, wo ich nochmal, ich weiß nicht, was Karl Kraus oder was Tucholsky aber gesagt hat, wenn du die Zeitung liest, dann weißt du, was in der Zeitung steht, aber nicht, was passiert ist. Ja? Und wenn man diese Hürde einmal über diese Klippe mal gesprungen ist, dass eine Zeitung halt eine Zeitung ist, die irgendwas schreibt, aber keine Autorität ist für das, was ich zu denken habe, dann geht man anders durch die Welt. Also dann ist halt, dann guckt man sozusagen aus der Vogelperspektive auf diese Zeitung und sagt, okay, was will denn diese Zeitung mir erzählen? Ja? Und insofern bin ich halt, ich sag mal, Irakkrieg und dann Bankenkrise seit ungefähr 20 Jahren da so reingestiegen, aber es hat natürlich mit Corona nochmal alles getoppt. Warum? Weil Corona einfach jeden betroffen hat. Der Irakkrieg ist immer noch irgendein Krieg. Ja? Die Bankenkrise, wer sich jetzt nicht für was auch immer Staatsanleihen interessiert, das ist ja auch alles ganz kompliziert. Aber Corona war jeder dabei. Jeder war eingesperrt, jeder war im Lockdown, jeder musste eine Maske tragen. Das hat die Bevölkerung nochmal ganz anders elektrisiert. Und insofern war die Erzählung, die gemacht werden musste, die war auch noch mal massiver. Also um es noch mal anders auszudrücken, im Grunde war die Lüge massiver. Ja? Und deswegen glaube ich auch, dass wir jetzt im Prinzip so einen größeren kritischen Teil der Bevölkerung haben, einfach weil es mehr Leute gemerkt haben. Also wenn wir jetzt mal sagen für Deutschland, wir haben 20 Millionen Nicht-Geimpfte, das ist ein Viertel der Bevölkerung. Und ein Viertel der Bevölkerung, das kriegen sie nicht einfach so weggedrückt. Ja, das kann man nicht unter den Teppich kehren. Ja, also während so eine Bankenkrise, ob da jetzt irgendwelche Banker was gemacht haben und die Hypo Real Estate oder was auch immer, das verstehen sie, das interessiert die Leute nicht. Ja, aber bei Corona war es mein Kind, meine Maske, mein Lockdown, meine Existenzvernichtung und so weiter. Und deswegen glaube ich schon, und das wäre die Hoffnung, dass man das mit Corona irgendwie übertrieben hat. Ja, weil wir inzwischen ja eine klare Evidenz haben, dass die Erzählung eine andere ist, als die präsentiert wurde. Das ist ja inzwischen heute eigentlich für jeden, der sich mal 2 Stunden damit beschäftigt, ist es eigentlich klar. Und ich habe auch das Gefühl, dass es nicht weggeht. Ja, also dass da so eine, da ist einfach wie so ein, wie so ein Geschwür in der Gesellschaft, die will, dass das aufgearbeitet wird. Und insofern ist das, wenn man das jetzt mal positiv bewerten möchte, ist das eigentlich eine positive Hefe in der Gesellschaft, ja, um Dinge durchzukneten und zu sagen, nein, das möchte ich nicht, dass ihr das nochmal so erzählt. Deswegen ja jetzt, was ich eben gesagt habe, deswegen gibt es ja jetzt sozusagen das Begehren, öffentliche Aufrufe für den ORR zu machen, zu sagen, nein, ihr habt uns das und das nicht gesagt. Ja, ihr habt die Impfpflicht gegen besseres Wissen durchgedrückt. Ihr Medien habt nicht darüber geschrieben. Und man kann eigentlich nur hoffen, dass diese, wenn ich es jetzt mal Hefe nenne, ja, also dass das jetzt irgendwie die Gesellschaft ein bisschen durchwirkt. Und das würde ja dann auch dazu führen, dass man in 2, in 3 Jahren, also wenn auch alles ein bisschen entspannter ist oder die unmittelbar Verantwortlichen mal weg sind, ja, dass man dann nochmal anders darüber reden und aufarbeiten kann. Das wäre meine Hoffnung. Ja. Was erwarten Sie von der Berichterstattung von alternativen Medien? Also inwiefern können wir wirklich auch diesen Diskursraum verändern oder eben diese Brücken bauen? Was raten Sie uns oder was erwarten Sie von uns? Ja, zuerst muss man ja dankbar sein bei allen Digital Service Acten und allen Hate Speech Verboten, dass es das Internet gibt.
Ja, weil also ohne das Internet, glaube ich, hätten wir das nicht durchgestanden, diese Krise. Denn wir hatten ja sozusagen einen Fluchtraum, das muss man ja so sehen. Also wenn wir diese ganzen Zoom, YouTube, alternativen Medien nicht gehabt hätten, die auf einer anderen Wellenlänge gefunkt haben, also wenn man so will, im Untergrund gefunkt haben, dann hätte es trotzdem diese Gegenströmung nicht geben können. Und ich finde, man kann schon sehen, über 3-4 Jahre Corona, Ukraine, Gaza, was auch immer die großen Themen sind, Klima, dass sich das inzwischen sortiert hat. Übrigens auch so ein bisschen nach rechts und links, ja, linke Kritik, rechte Kritik, wie auch immer. Aber man kann inzwischen ganz deutlich sehen, dass die alternativen Medien ja auch in Volumen wahnsinnig zugenommen haben. Ja, also die Nachdenkseiten zum Beispiel haben Klickzahlen, die deutlich über das hinausgehen, was die Süddeutsche Zeitung hat. Das heißt, wer sucht, der findet. Und das heißt, es ist, glaube ich, ganz wichtig, das Angebot aufrechtzuerhalten. Also was können die alternativen Medien tun? Erstmal da sein. Also einfach weitermachen. Ja, weil wer sucht, der findet. Die, die irgendwie eine Skepsis haben, werden irgendwann mal drauf stoßen und dann hoffentlich auch irgendwie da bleiben. Das, was noch nicht gelungen ist, ist, dass halt die sogenannten alternativen Medien, die ja eigentlich die kritischen Medien sind, dass die in irgendeinem sozusagen Verknüpfung noch mit den Leitmedien stehen. Das ist halt leider gerissen, ja. Und ich glaube, das kann man jetzt auch nicht forcieren, dass sich da eine Verbindung herstellt, weil dann müssen ja die Leitmedien erstmal zugeben, dass sie nicht funktioniert haben, ja. Und das fällt einem ja schwer. Aber ich sehe auch da, dass es so langsam einfach bröckelt. Also zum Beispiel in Deutschland wird es jetzt demnächst so einen Aufruf geben für die öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ja, also für einen verbesserten öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und da haben viele Leute unterschrieben, darunter auch ich, aber viele Leute eben auch aus den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die sich einfach eine bessere Berichterstattung wünschen. Und es ist ja schon mal so ein Teil, ich will nicht sagen Eingeständnis, aber doch so ein Angebot zu sagen, wir müssen mal darüber reden, wie sind die Leitmedien in den letzten Jahren abgebogen, ja. Also da könnte so ein bisschen die Verknüpfung entstehen. Und für die kritischen Medien oder die alternativen Medien gilt einfach weitermachen. Weil wenn das Angebot nicht mehr da ist, dann wird es, glaube ich, richtig schlimm. Also wenn man sozusagen den Fluchtpunkt des anderen nicht mehr hat und nicht mehr finden kann, dann wird es, glaube ich, richtig schlimm. Und deswegen ist natürlich dieser European Digital Service Act, der ist schon von Bedeutung. Also wenn man sich das jetzt mal im Detail anguckt, was da vorgesehen ist, also auch die Mechanismen der Algorithmen, Hate Speech, was alles unter Hate Speech und so weiter, also was mit welchen juristischen Argumenten dann einfach weggeschoben werden kann, das ist ja zum Teil hanebüchen. Ja? Und insofern, glaube ich, wird das wirklich auch anstrengend, ja? Weil natürlich die Regulierung, Die wird noch mal enger. Und insofern kann man nur sagen, weitermachen ist ganz wichtig, weil wir wissen, dass wenn die kritischen Stimmen verschließen, also versiegen, wenn die nicht mehr da sind, auffindbar sind, dann gibt es halt sowas wie eine autoritäre Schließung. Ja? Weil dann wird ja sozusagen die homogene Gruppe, die wird nicht mehr beschallt von anderer Seite. Insofern glaube ich, weitermachen, Kerze, wie heißt es so schön, man muss immer eine Kerze im Fenster halten oder so. Und wer das Licht sehen will, der wird es schon finden. Die Kardinalsfrage, was kann man tun, aus der eigenen Blase zu kommen, wenn die Gegenseite das Gespräch verweigert? Ja, also ich kann nur sagen, hingehen, ja, was ich tatsächlich auch öfter noch tue. Und dann tatsächlich Fragen stellen, ja, und zwar immer mit Sokrates, ist das so? Also, dass man immer fragt, ist das so? Also, wenn jemand irgendwas sagt und dann immer nochmal die Gegenfrage stellt, ist das so? Weißt du, dass das so ist? Und die andere Art ist, auch immer mal zu fragen, warst du da? Hast du schon mal, also hast du es gesehen? Ja, also jetzt auch, wart ihr schon mal in Kiew? Wart ihr schon mal in Moskau, wenn man über die Russen redet? Ja, ich glaube, es gilt für alles. Also auch zum Beispiel die Rechten, die AfD. Also wenn ich, keine Ahnung, mit vielen Leuten diskutiere, in Deutschland ist ja dieses Alle gegen Rechts gerade so stark. Und dann kommt immer die AfD, die AfD. Und dann sage ich, kennst du jemanden? Hast du jemandem schon mal die Hand geschüttelt? Ja, so. Und also das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man irgendwie immer noch mal fragt, warst du da? Hast du es gesehen? Oder hat man es dir erzählt? Ist das so? Und kennst du jemanden persönlich? Hast du mit jemandem persönlich gesprochen? Also ich war zum Beispiel jetzt gestern in Brüssel und war auf einer Konferenz der sogenannten Rechten, also der populistischen Parteien, zu denen ich mich jetzt auch nicht zugehörig fühle. Aber da mal hingehen und einen Eindruck gewinnen. Was machen die so? Wie reden die?
wie sehen die aus? Ja, also einfach das auch gefühlsmäßig einfach mal wahrzunehmen. Ja? Wie sind die organisiert? Und das ist Beobachtung, Beobachtung einfach, eine Sozialstudie. Ja? Und ich finde, da kann man viel lernen. Also man kann ja dann auch einfach mal feststellen, nee, die sind höflich, die schütteln einem die Hand, die sprechen und ich muss die nicht verurteilen. Ja? Und das ist sozusagen auf der offiziellen Ebene, und auf der eher privaten oder freundschaftlichen oder familiären Ebene hilft, glaube ich, tatsächlich einerseits das Spiel, also dass man weiter zusammen lacht und spielt und vielleicht auch diese Themen erstmal beiseite schiebt, also die kritischen, die problematischen Themen, wie gehen wir um mit Populismus, mit was auch immer, dem Ukraine-Krieg, mit Corona, dass man die Themen irgendwie wegtut und tatsächlich versucht, eine andere Ebene zu finden. Also die Ebene des Spiels zum Beispiel oder die Ebene des Essens oder Lachen, also einfach andere Wirklichkeiten, ja, in denen man sich versteht. Und dann glaube ich tatsächlich, dass wenn sich die Dinge drehen, sie werden sich ja drehen, ja, also irgendwann kippen ja auch Diskurse, das schmilzt dann irgendwie, und ich glaube, dann kann man nochmal anders ins Gespräch kommen, weil alle Erfahrungen sagen ja, dass man so kognitiv jemanden überzeugen, das funktioniert einfach nicht. Es sind ja Glaubenssysteme, ja, und die Leute sind halt irgendwie gefüttert in ihrer Blase, und dann dagegen anzugehen, ich glaube, das ist einerseits sehr anstrengend, also die Erfahrung habe ich gemacht, ja, da kommt am Ende, wenn man 3 oder 4 Argumente vorbringt, dann kommt meistens, das glaube ich dir nicht, oder wo hast du das gehört, ja, und dann stößt man in so einer, wie Sie gesagt haben, wenn die andere Seite nicht reden will, dann gehen denen ja auch oft die Argumente aus, und man hat wie bei so einem Kartenspiel noch ein Ass und noch ein Ass und noch ein Ass, ja, und dann kommt am Ende ganz oft, das glaube ich dir nicht. Und gegen Glauben kann man nicht vorgehen. Ja, das muss man anders auflösen. Und ich glaube tatsächlich, dass die Zeit das auflösen wird. Und bis dahin muss man die Energie behalten, irgendwie in Kontakt zu bleiben. Den Frieden darf man nicht den Grünen überlassen. Dies sagt der Historiker und Friedensforscher Daniele Ganser in einem Interview mit Elisa Gratias von Manova. Das Gespräch ist eine Gemeinschaftsproduktion von Manova mit dem Zeitpunkt, wobei wir einige der Fragen beigesteuert haben. Hier ein Ausschnitt. Musik.